So, da sind wir wieder bei Palworld. Ihr seht es, ich bin Stufe 50, 275 Tage, beziehungsweise 274 habe ich dafür gebraucht. Ich habe natürlich sehr viel Zeit mit Basis mal umziehen und Basis ein bisschen schöner bauen und ein bisschen Perls für die Base breeden. Kann ich da gleich mal noch ein bisschen was zeigen? Also ich habe ein bisschen Zeit verschwendet natürlich mit so ein paar Sachen hier und da. Ist nicht super effizient auf Level 50 durchgerusht. Hier gab es eine kleine Änderung in der Basis und zwar. Oh Gott, steht mir alle im Weg. Zwar habe ich einfach hier das hier noch ein bisschen nach hinten geschoben. Mit Dächern sozusagen noch einen Anbau dran gemacht, dass ich noch mal ein paar von den Betten nach hinten schieben kann. Habe hier noch mal einen zweiten Steinbruch hingebaut, weil mir die Palladium-Bruchstücke ausgegangen sind. Habe die Mühle hier hingeschoben. Bin noch einen vierten Ofen dazugestellt. So eine Sachen. Und habe mittlerweile hier einen Jormantide für die Bewässerung in der Basis. Kann ich hier mal zeigen, die Blazer-Mats, wenn ich jetzt hier die Steine rausnehme. Die rasten hier komplett aus beim Abbauen. Und das liegt daran, dass ich mir die ein bisschen hochgebreedet habe. Ja, ich habe da festgestellt, ich hatte da ja vorher mit Workaholic und so und Oberbergmeister oder so hieß das, glaube ich. Oberbergbauer, irgendwie sowas, hatte ich drin. Habe ich dann festgestellt, das sind Sachen, die Eigenschaften vom Spieler erhöhen. Also sprich meine Bergbaueffizienz und mein Arbeitstempo. Das ist natürlich Quatsch. Entsprechend habe ich mir hier welche gebreedet mit fleißig, Handwerksmeister und außergewöhnlich, um den Workspeed anzukurbeln. Ja, habe eine blaue Panzerfaust mittlerweile. Ein blaues Sturmgewehr. Das war, glaube ich, sonst immer ein grünes. Einen legendären Helm von der Paluminium-Rüstung. Ja. Grüne Paluminium-Rüstung und kälteresistent, aber hier immer noch die hochwertige hitzeresistente Metallrüstung. Und eine Kleinigkeit hat sich ansonsten noch geändert, und zwar in der anderen Base hier. Die ist mehr zur Farmbase geworden. Also ich habe hier hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, die ganzen Fließbänder und sowas habe ich abgebaut, habe hier die Anzahl an Feldern ein bisschen reduziert. Hier werden immer noch Erze und sowas abgebaut. Das landet immer noch alles hier so drin. Aber primär werden jetzt hier Kuchen hergestellt. Die sind hier natürlich alle wieder stuck. Irgendwelche Sachen transportieren, die sie nicht transportieren können. Einfach um das Breeding voranzutreiben, weil da jetzt so mein Fokus drauf lag. Die letzten Tage habe ich einfach sehr viel gebreedet. Genau, Inia habe ich noch neu gebreedet mit Meister des Donners, wild, mehr Muskeln als verstanden, außergewöhnlich. Und ich habe einen Frostallion gefangen. Genau genommen habe ich zwei Frostallions gefangen. Da ist noch einer. Einen habe ich mit dem Cheese-Trick gefangen. Das habe ich euch ja, glaube ich, schon im letzten Video erzählt. Also sprich, du fliegst hin, wirfst einen Ball von hinten drauf. Das ist irgendwie so eine 3% Chance und irgendwann ist er halt drin. Wenn er ausbricht, rennst du halt wieder weg. Und einen habe ich dann tatsächlich nochmal ernsthaft bekämpft. Das ist jetzt der zweite, der an der Box liegt. Das dazu. Dann haben wir noch einen Turm und noch zwei Bosse. Ansonsten habe ich die komplette Map erkundet. Hier oben ist leider sonst nichts weiter. Das heißt, wir haben dann noch einmal Palladius und Nikromus oder wie der hieß. Jetrigan und den letzten Turm. Und das hatte ich ja schon angekündigt. Das ist das, was wir jetzt machen. Wir haben dort einen Shadowbeak. Und jetzt muss ich mal schauen. Genau, er hat Drachenmeteor. Und Drachenatem. Hatte Frostallion-Drachenangriffe. Jop, hatten wir auch. Drachenmeteor, Drachenatem und Drachenwelle. Denn ich habe ja herausgefunden, dass wir Drachenattacken brauchen gegen ihn. Entsprechend habe ich hier, ich glaube, bis auf Warsect habe ich allen so ein paar Drachenattacken beigebracht. Einfach damit wir gegen ihn ordentlich Damage machen können. Außerdem habe ich mir eine Panzerfaust gebaut. Ich bin vorbereitet. Und dann gehen wir da nochmal rein. Den letzten Tower-Boss, Level 50. Jetzt machen wir ihn. Wir gucken uns das nochmal an, oder? Ja, wir gucken uns die Animation nochmal an. Was soll's. Wir machen den jetzt weg. Mit seinem Shadowbeak. Es sieht halt wirklich so aus, als würde er Cryo-Sachen. Als hätte er einen Cryo-Pell, aber naja. Sein Shadowbeak hat zumindest viele Cryo-Moves, eben um halt seine Schwäche zu countern. Aber wir gehen hier rein mit Dragon-Moves. Okay, wir hauen nochmal Frostallion ihm entgegen. Lass mal die Panzerfaust probieren.
1400 nur. Auch nicht so das Wahre, ne? Weiß ich jetzt nicht, was ich von der Panzerfaust halten sollte. Ist jetzt irgendwie nicht so krass. Ich habe mir das Schwert hergestellt. Macht das vielleicht ein bisschen mehr? Denn wahrscheinlich nicht. Nee, okay. Damit begebe ich mich nur in Gefahr. Hilfe, ich bin in Gefahr. Ja, müssen jetzt mal warten, bis das Feuer weg ist. Ich hau mal Jormantide rein. Der hat auf jeden Fall den höheren Attack-Wert. Dass der ein bisschen Damage an ihm machen kann. Das Ding ist immer ärgerlich stark. Ich brauche natürlich erstmal mein Shield wieder. Kannst du bitte den angreifen, Jormantide? Geht das? Kriegen wir das irgendwie hin? Jormantide, greif den jetzt an. Du sollst den nicht nur angucken. Orsorg ist zwar ein Drache, aber macht halt leider nicht so viel Damage an ihm. Ich meine, wir haben 30k Damage an ihm gemacht. Das Problem ist, bei der Zeit müssten wir schon bei 50k sein. Wir müssten jetzt eigentlich gleich bei 100 sein. Und halt leider nicht genug Damage. Och, wie lange braucht denn das Scheißding zum Nachladen? 1500 Schaden, ne? Das ist halt nix. Also sind tatsächlich 40k Damage auf. Ist jetzt nicht so, als ist er zu stark oder macht zu viel Schaden oder so, ne? Es ist tatsächlich eher so, dass wir nicht genug Schaden machen. Wir sind leider noch ganz schön weit weg davon, ihn zu machen. Also den schaffen wir nicht. Das heißt, ich würde jetzt einfach auf Zeit spielen und mich timeouten lassen, I guess. Tja, die Hälfte an Damage haben wir gemacht. Tja, gäbe es das Zeitlimit nicht, ne? Also, okay, also beim Timeouten stirbt man auch. Also. Tja, gut. Mein Stuff ist wieder da. Wir gehen erstmal wieder zurück und ich überlege mir was, wie ich den wegmache. Und wenn ich was habe, starte ich nochmal eine neue Aufnahme, würde ich sagen. Hätte ich gedacht, dass wir den machen können. Das ist so einer der Gründe, warum ich einfach Souls Games mehr mag als so klassische RPGs. Bei klassischen RPGs am Ende viel darauf ankommt, einfach die richtigen Zahlen zu haben. Oder die Zahlen müssen halt hoch genug sein oder so. Ich mag es halt mehr, wenn Skill abhängig ist. Da kann man sich halt immer noch verbessern und Sachen rausholen. Aber das jetzt hier ist halt, ja, breed dir halt noch stärkere Viecher, geh grinden für eine bessere Waffe. So in die Richtung. Also zumindest ist mein Gefühl. Mal gucken, vielleicht finde ich ja noch irgendwas raus. Jetzt mal bin ich aber überfragt. Naja, gut. Ich mach Pause und wir sehen uns dann später. Alright, da sind wir wieder. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Und zwar habe ich mir so einen Trank hier hergestellt. Mit dem habe ich meine Stats resettet. Ich habe jetzt hier ein bisschen mehr Damage für mich selber. Ich habe jetzt ein Damage-Amulett dabei. Und ich habe Buff-Food für Attack. Wir ziehen uns die dickste Rüstung an, das ist die kälteresistente. Und wir gehen komplett rein. Mit dem Raketenwerfer. Ja, das ist auch noch... Ich habe mir... 300 Raketen hergestellt. Das ist so ziemlich das Einzige, was ich gefunden habe, was noch hilft. Und dann probieren wir das jetzt. Also wir haben mehr Offensive reingestattet. Wir haben Damage Buff Food und wir haben Type Advantage. Wenn das alles nicht hilft, dann habe ich auch keine Ahnung. Dann kann ich nur noch in Settings ein Damage hochstellen. Nein, keine Ahnung. Dann müssen wir irgendwas anderes machen. Ich weiß es auch nicht. Okay. So. Buff-Food geht in alle rein. Angriff. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Buff-Food hält. Aber wir gehen rein. Das skippen wir jetzt. Und wir müssen halt aufpassen, dass wir möglichst von sowas genau nicht getroffen werden. Und von sowas halt möglichst auch nicht. Und wir wollen halt möglichst lange hinter solchen Säulen stehen. Aber wir haben jetzt schon 30k Damage gemacht. Ja,
So ein Hit ist okay. Wir wollen nur nicht gefreezed werden, damit wir immer weiter draufhauen können. Ja, aber zeittechnisch ist das okay gerade. Wir sind zeittechnisch slightly ahead. Wir müssen auch ein bisschen aufpassen. Okay, okay, okay. Aber das ist, ist okay. Wir haben noch 2 Minuten für 30k. Dann sind wir actually richtig gut in der Zeit. Das war big. 4k. Ja, ich nutze einfach Frostallion, um das zu tanken. Wow, wieder 4k Hits, sehr gut. Und wir sind knapp 1 Minute vorne. Hitze ist schlecht, weil das mein Schild langsam runter. Ach, Digga, mach doch dein Nachladending. Ja, shit, 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 shit. Okay, wir sind aber über 1 Minute vorne. Wir liegen gut in der Zeit. Brauch halt ewig zum Nachladen, ne? Aber wir sind trotzdem noch gut in der Zeit. Und Frostallion hat halt natürlich die Legendary HP. Das heißt, er tankt halt natürlich extrem viel. Ach so, das geht hier einfach durch. Okay, okay, okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Würde mich halt mega freuen, wenn ich einfach mal wieder ein Schild bekommen würde. Okay, aber Hälfte der Zeit, 60k hat er nur noch. Sieht sehr, sehr gut aus. Schild kommt wieder, das ist auch sehr schön. Wichtig, wichtig. Wichtig, so ein Schild. Oh, hier so ein bisschen links-rechts-Kombo. Und ins Gesicht. Glück bin ich da nicht gefreezed worden. Okay, jetzt nur nicht übereifrig werden. Ich brauche Shield. So ein Kackstrahl, ne? Okay, der Move ist punishbar. Was macht er jetzt? Oh nein, oh nein, oh nein. Ich bin frozen und ich habe kein Shield, das ist sehr, sehr schlecht. Okay, ich muss es erstmal hier auf jeden Fall weg. 23. Gerade hat der Shield wieder angefangen zu regeneraten. Aber es sind nur noch 20k HP. Okay, das sind wieder die Homing Missiles, aber nur noch 15k. Plus. Egal, 9k noch. Fünf. Oh, ich hab daneben geschossen, ich bin so ein Idiot. Na. Komm schon. Easy. Okay. Ja, haben wir gemacht. Letzten Boss. Gar kein Problem. Da es gerade Tag ist, können wir zu Jet Dragon gehen. Lass uns doch den Weg hin machen. Puh. Vor Jet Dragon habe ich gesunden Respekt. Der hat übel viel HP und er macht kranken Damage. Aber ich habe auch eine Idee. Das Problem ist, ich habe keine Ressourcen. Weil ich natürlich... Ich könnte maximal aus Holz halt Sachen bauen, ne? Vielleicht finde ich hier Stein. Okay, wir sind noch ein ganzes Stück weit weg. Sehen wir mal nicht nach den Ressourcen schauen, der ist irgendwo da hinten erst. Vielleicht finden wir dort noch Steine. Ansonsten müssen wir so das Holz bauen, das hält nur leider nichts aus, ne? Vielleicht können wir uns auch einfach hinter Frostallion verstecken. Okay, dort sind schon mal Steine. Ja, das sind Steine. Sehr gut. Wir nehmen uns so viele Steine mit, wie wir tragen können. Das hier kommt weg. Und das hier auch. 50 ist natürlich nicht so viel. Aber ist besser als nichts. So, da ist der Mann. Und zwar folgendes. Wie weit müssen wir von ihm weg sein? Okay, das ist sehr weit hier.
Und wir haben ja einen fucking Blaze Howl im Nacken. Warte mal. Dankeschön. Wir gucken auf der anderen Seite. Da haben wir vielleicht keinen Spawn und kommen vielleicht ein bisschen näher ran. Weil der rennt ja dort um das Ding ringsrum. Vielleicht kommen wir auf der Seite. Spawn. Da haben wir halt nur dieses Lava-Ding hier in der Nähe. Das ist halt ein bisschen Arsch. Hier hätten wir auch nochmal Ersatzsteine, falls wir nochmal welche nachholen müssen. Oh, hier können wir sehr nah bauen. Oh, guck mal. Oh, das war ein guter Schuss, ja. 300 Damage habe ich schon gemacht, okay. Okay, Frostalion, du müsstest ihn mal bitte auch aggroen. Ja, ich habe meine eigenen Foundations zerstört. Ja, der Plan war eigentlich, sich hinter ihnen, also hinter diesen Foundations auch so ein bisschen zu verstecken, genau vor solchen Angriffen hier. Aber gut, wir kiten ihn hier einfach rum, würde ich sagen. Fuck, ich brenne. Das ist nicht gut. Ich beginne die ersten HP zu verlieren. Rostellion zieht eindeutig zu wenig Aggro. Oh, er ist ja direkt hinter mir. Okay. Rostellion hat ein bisschen Aggro gezogen. Ich brauche halt erstmal mein Shield wieder. Hier haben wir ja Zeit, hier können wir nicht timeouten. Ich warte jetzt erstmal, ich nutze das. Hol mir erstmal mein Schild wieder. Okay, er kommt. Was? Nee, wie viel haben wir denn? Okay, nicht so viel. 1,7 ist nicht viel. Ah, shit. Frostalion, tank das. Ah. Nutze Körper und Gesicht, um mich zu schützen. Ich habe daneben geschossen. Aber so ein Legendary schon zu haben für sowas ist, glaube ich, ganz geil. Weil das halt auch ein übelster Tank ist. Hör auf, die Kugeln die ganze Zeit zu blocken, du Penner. Erster erfolgreicher Hit. Zweiter erfolgreicher Hit, okay. Okay, immerhin treffen wir ihn. Darf ich mein Schild wieder haben? Ja, dankeschön. Okay, 2% Chance. Hit. Oh Gott. Rostalion, bitte mach was. Ach komm schon, wie habe ich denn den nicht getroffen? Ich kann ihn halt theoretisch Sphere trappen. Er greift halt auch relativ schnell immer wieder an. Ja, ja, bleib bitte drin. Oh mein Gott. We did it. Weg mit den Scheißstein. Brauchen wir nicht mehr. Panzerfaustbau. Oh Gott, er hat uns direkt einen legendären Panzerfaustbauplan gedroppt. Leute farmen 100 Jahre danach und ich habe meinen ersten Jetdragon. Also 100 Jahre. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ewig danach. Ich habe den ersten Jetdragon und er droppt mir direkt den Bauplan. Holy shit. Ich habe einfach einen Bruder. Jetdragon ist, und das kann ich mit Sicherheit sagen, das stärkste Perl im Spiel. Und auch vor allem das mit Abstand schnellste Mount. Mit Jetdragon verabschieden wir uns von Frostalion im Team. Hat uns gute Dienste erwiesen, aber brauchen wir ab jetzt nicht mehr. Und auf Shadowbeak breeden wir das Blitz schnell runter und dann kriegt er noch legendär drauf. Außer Palladius hat vielleicht irgendwas, was so 30% Damage gibt. Aber ich glaube, Legendary ist am Ende trotzdem besser. Alright. Sehr, sehr cool. Dann gehen wir jetzt in die Wüste. Also wir holen uns Jetdragon, tauschen den aus mit Frostalion. Ich kriege jetzt natürlich nicht den Sattel von ihm, das ist ärgerlich. Ja, egal. Wir müssen ihn trotzdem auf jeden Fall erstmal mitnehmen. Boom. The beast has been acquired. Okay.
Lass mal ganz kurz gucken. Die Legendary Panzerfaust. Könnte ich auf 500. Aber für den Rest hätte ich genug Ressourcen da. Wir bringen schon den Kram weg und dann müssen wir die Nacht nutzen, weil einer von beiden, ist ja ein Doppelboss, hatte ich ja schon mal gesagt, einer von beiden schläft. Die Nacht ist gleich vorbei. Shit. Okay, wir nutzen die Nacht nicht. Wir machen einfach noch ein bisschen was davon, dann haben wir genug Zeit. Dann können wir auch den Sattel für Jetdragon noch machen und gehen dann in die Wüste. Also Respecken hat natürlich seine Nachteile. Jetzt haben wir halt keine Traglast mehr. Das konnte ich noch vorher natürlich nicht wissen, dass ich jetzt plötzlich nochmal Quarz brauche. Also ich hätte es wissen können, indem ich es gegoogelt hätte, aber ich will ja auch nicht alles googeln. So ein bisschen habe ich ja auch Freude daran, Sachen selber rauszufinden. Ich habe natürlich halt, wie gesagt, einiges an YouTube-Videos geschaut. Daher wusste ich, wie man so breedet und sowas. So Breeding Calculator habe ich natürlich auch zur Hilfe genommen. Dies, das. Aber ich habe jetzt keine richtigen Guides mir angeschaut, wie ich irgendwie sinnvoll durchs Game komme oder so. Klar, man sieht halt immer mal hier und da ein Video, wo dann einem gezeigt wird, hier, da musst du eine Basis hinbauen und so. Die eine, die jetzige Hauptbasis, ne, die Erzbasis, ist ja praktisch einer der bekanntesten Spots, über den ja fast jeder auf YouTube gesprochen hat. Aber so alles andere schaue ich mir eigentlich wirklich nicht an. Ja, ich schon so ein bisschen auch Spaß dran habe, ja, Sachen selber rauszufinden. Und es hätte mir zum Beispiel mega viel jetzt von diesem Sieg genommen, wenn ich einfach gegoogelt hätte, wie besiege ich den Jetdragon, und dann hätte ich, keine Ahnung, herausgefunden, du nimmst einfach Sweeper und ganz viele Sweeps ins Team, züchtest die alle hoch, da bist du da 19 Stunden beschäftigt und dann machst du einen Normal Attack mit Sweeper und der ist down oder so, das wäre halt boring gewesen. So, ihr müsst mal weg. Das hier ist ein Spot, den ich mir markiere jetzt. Weil hier können wir einfach Quarz abholen gehen die ganze Zeit. Kürzester Weg ist der hier. Dann machen wir auf jeden Fall erst den Jetdragon-Sattel, weil Jetdragon ist so viel schneller als die anderen, dass wir mit ihm dann auch schneller an andere Ressourcen noch rankommen, die wir noch brauchen. Wir müssen ja trotzdem ein bisschen an die Tageszeit denken. Wir haben, naja, so ein Fünftel vom Tag ist ja schon wieder rum. Jetdragon-Sattel. Achtet mir den bitte. Wieso macht das kein Anubis? Wieso macht er das? Komm her. Du craftest mir das Teil. Okay, ich halte ihn jetzt einfach in der Hand für den Fall, dass er abhaut. Dass wir ihn direkt draufwerfen können. Wir bleiben jetzt hier stehen. Okay, ich sehe, er macht das fertig. Das ist okay. Das heißt, wir gehen in der Zwischenzeit schnell das Öl holen. Ich habe ja mein Gear gerade hier alles reingedroppt. So. Aber eigentlich kann ich das ja gleich dann wieder mitnehmen, weil ich muss ja da nichts mehr tragen. Ich dachte halt, für Jetdragon wäre es cool, wenn wir da so Sachen reinbauen. Das brauchen wir hier, glaube ich, nicht. Oh Mensch, keiner da. Ja, toll. Ich hasse diesen Bug. Wenn die Städte nicht laden. Moment. Ah, ja, okay. Aber zumindest sind die Händler wieder da. Also da war auf jeden Fall irgendwas nicht ganz richtig. Gut, wir probieren es nochmal. Jetzt ist er da. Wundervoll. Ein Träumchen. Moin. Kaufen. Öl. Ja, wir holen einfach für 64k. Dann hoffen wir, dass unser Sattel fertig ist. Und dann kann ich euch gleich mal diesen riesen Unterschied zeigen. Also. Shadowbeak, ja. Fluggeschwindigkeit. Ja. Das ist jetzt nicht unbedingt terrible. Das ist natürlich langsamer als das Verlieres, was wir hatten. Und jetzt. Jetdragon. Guckt euch das an. Das ist einfach Speed. Achso, warte mal. Können wir eigentlich jetzt hier ihn hier machen in der Zwischenzeit? Jo, können wir. Let's go. Baut mir den großartigsten Raketenwerfer im Spiel. Also ist die beste Waffe im Spiel. Ja, to be honest, wir hätten wahrscheinlich den Jetdragon-Fight vor dem Tower-Boss machen können. Der war doch schon einiges einfacher, fand ich. Also, ja, ich war häufiger in Gefahr zu sterben, aber er war halt nicht halb so tanky. Und wahrscheinlich hätten wir dann mit Jetdragon den Tower-Boss besser klein bekommen als andersrum. 1400. Nee, sind 14.000.
Das sind nochmal 2000 Attack mehr. Das ist schon ordentlich, der Unterschied. Ja, und der blaue kann jetzt weg. So. Kommen Sie her, Herr Jitrogen. So, und irgendwo hier waren die dann. Er ist halt super fast, ne? So, hier rennen die beiden rum. Die haben auch nur 8k HP, ist jetzt nicht ganz so schlimm. Aber er hier legt sich in der Nacht hin. Und darauf warten wir und schnappen uns dann den anderen. Das Einzige, was für mich nicht viel Sinn ergibt, warum die in der Wüste unterwegs sind. Es gibt ja diese Statuen, wo die drauf zu sehen sind. Ich hätte die ja eher da irgendwo hingepackt, I guess. Ja, theoretisch könnte man die auch versuchen, so zu fangen, ne? Das ist das, was ich mit Prostellion meinte. Du stellst dich hinter die, wirfst irgendwann hinten halt die 3% und dann rennst du wieder weg. Ich habe Bock, die richtig zu machen. Und jetzt ist er hier eingeschlafen. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir hätten ihn hier einmal an. Und dann laufen wir einfach ein Stück und dann kommt er zu uns. Okay, Jedrigan macht jetzt nicht insane viel Damage an ihm. Ah, ganz schön viel Damage an Jedrigan gemacht. Boah, der hat auch gut Damage an mir gemacht. Dann 1k Instant Hit. Wir können es ja mal probieren mit 2%. Ach, halt doch still. Ach, First Try wäre so gut gewesen. Ich nehme mal Jedrigan raus. Ja. Ja, also 3% ist halt wie, als würde ich ihn von hinten versuchen zu fangen mit diesem Trick, sage ich mal. Nur, dass wir eben jetzt nicht die ganze Zeit immer wieder abhauen müssen. And we got him! Legendär Wildherrscher der Unterwelt. Und ihn schwächen wir jetzt damit, I guess. So gut es halt geht. Ja, da normal. Theoretisch müssten wir hier mit Shadowbeak Damage machen. Da er anfällig gegen Shadow Attacks ist. Und Shadow Beak hat natürlich auch extrem gute Attacks. Also der Shadow Beak Signature Move ist halt insane gut. Oh, der Move, der knallt halt richtig rein, ne? Der ist halt insane gut. Er wird halt deutlich anstrengender zu fangen wegen den Freeze Attacks, wenn er mich dann mal wieder freeze und so, das ist halt eklig. Theoretisch wäre es sinnvoll gewesen, sich mal einen Pell ranzuzüchten, der eigentlich gar keinen Damage macht. Der halt nur so Defense-Traits hat. Und halt nur so Moves hat, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, ihn zu freezen. Also zum Beispiel diese Eisraketen oder Eishauch zum Beispiel ist ja auch so ein Move, um halt hier die Fangwahrscheinlichkeit hochzutreiben. Ja, also, was ich sagte, der ist halt aufgrund dieser Cryo-Skills nerviger zu fangen. Und ich komme einfach nicht zum Nachladen. Jetzt. Ja, bleibt bei 3%. Ich meine, wir könnten jetzt theoretisch noch aufs Sturmgewehr gehen. Den noch ein bisschen lower hitten. Oder wir haben ihn einfach. Okay, easy. Legendär Erleuchtete. Freunde, das waren alle Bosse, alle Türme, alle Legendaries, alles gefangen, alles eingesammelt, alles besiegt in Palworld. Das bedeutet, wir sind durch. Wir haben Palworld durchgespielt. Also ich. Es gäbe jetzt noch so Sachen, die man noch machen kann. Ne? Man kann jetzt hier noch auf Efficiency breeden, die perfekten Pals sich ranzüchten und so weiter. Aber grundlegend sind wir durch. Ein Frostallion Noct könnten wir uns jetzt noch züchten. Das wäre noch eine Sache, die wir machen könnten. Das wäre noch der eine Perl, den ich im Perldex noch nicht gesehen habe. So,
Ansonsten ist ja alles drin. Postellion Noct hat halt hier nochmal so eine B-Variante. Also es ist im Endeffekt genauso wie das hier jetzt bei denen hier ist, ne, dass die so eine B-Variante haben. Base-technisch sind die aber ganz schön shit alle, ne? Bis auf Frostellion mit Kühlung 4. Das sieht schon sick aus, ne? Mit diesen schwarzen Kristalllanzen. Ist schon ein cooles Design eigentlich. Ich meine, klar, die sind, glaube ich, so ein bisschen an Arceus angelehnt, wenn mich nicht alles täuscht. Aber die sind schon sehr unique. Auch hier diese Kristalllanze. Und ich finde es cool, dass er diesen Twist macht, dass die Normal Pearls, die sind ja eigentlich relativ uninteressant, aber er macht die halt sowas interessant, indem das plötzlich auch noch gleichbedeutend mit einem Lichtelement wird. Da habe ich vorher gar nicht so drüber nachgedacht. Ist eigentlich ganz cool. Ja, und dann the man himself. Guter Jetdragon. Alright. Das war unser Palworld-Abenteuer. Also meins. Ihr wart mit dabei. Wenn ihr noch irgendwie Ideen habt für ein Format, was man in Palworld machen kann. Ich meine, I don't know, vielleicht irgendwie vielleicht Bock auf Guides oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Dann lasst es mich gerne wissen. Ansonsten überlege ich mir was. Ich habe schon überlegt, ob ich irgendwie nochmal so eine Art Speedrun versuche. Also wie schnell kann man denn dahin kommen, dass man die Bosse besiegt? Irgendwie sowas in die Richtung. Da gibt es aber Leute, die deutlich besser sind als ich, weiß ich nicht. Ja, also falls ihr Ideen habt, dann lasst es mich gerne wissen. Ich würde hier nochmal kurz eine Sache euch einblenden. Kleinen Moment. Und zwar das hier. Ich habe insgesamt 153,5 Stunden in dem Spiel verbracht. Davon natürlich auch ein bisschen was in der On-Stream-Welt. Ja, das sind so 10 Stunden vielleicht insgesamt gewesen. Also nochmal abziehen. Also so lange habe ich gebraucht. Vielleicht für den einen oder anderen interessant. Ursprünglich geplant war, ich habe 10 Stunden Palworld gespielt und finde das Spiel kacke. Das war eigentlich mein Konzept für ein Video. Daraus geworden ist, ich habe 150 Stunden gespielt und wünschte, es hätte mehr Content und überlege, was man da vielleicht noch rausholen kann für andere Formate. Nun gut, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein über die ganzen Videos und wir sehen uns dann im nächsten Video, was auch immer das sein wird, oder auf Twitch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und ciao, ciao.